Am 5. November wird ja bekanntlich gewählt und das ist ein Dienstag. Und falls ihr euch fragt, warum das eigentlich ein Dienstag ist, als der US-Senat 1854 darüber beraten hat, haben sie gesagt, na der Sonntag, das ist der Tag des Herrn, da kann man nicht wählen. Und den Montag brauchen wir für die Anreise zu den weit entfernten Wahllokalen. Und so ist es eben der Dienstag geworden. Und das ist übrigens auch ein ganz normaler Arbeitstag in den Vereinigten Staaten von Amerika. Viele Linke fanden das nicht klug und haben gesagt, eigentlich sollte das ein arbeitsfreier Tag sein, damit auch die Wahlbeteiligung steigt. Dazu ist es bisher nicht gekommen.